und über den Livestream mit uns verbunden, über Radio Klassik Stephansdom. Wir beginnen diese Fastenzeit mit großen Sorgen. Sorgen um den Frieden, Sorgen um ein freies, unabhängiges Land, das eine durch nichts zu rechtfertigende Aggression erlebt, durch die es wieder viele Tote suchen. Gerade am Aschermittwoch, am Beginn der Fastenzeit, ist es gut, auf das zu schauen, was unser Teil daran ist. Wir können die Politik nicht bestimmen, wir können die Welt nicht retten. Die Welt hat einen Retter, Jesus Christus. Aber was wir können, ist, das zu tun, was der Apostel Paulus uns heute so dringend sagt. Wir also als Gesandte Christi, Gott ist es, der durch uns mahnt, lasst euch mit Gott versöhnen. So bittet er an Christi statt. Lasst euch mit Gott versöhnen. Versöhnung. Wir können nicht das schmerzliche Drama, Tragödie möchte man sagen, der Ukraine lösen. Aber wir können darum bitten, mit Gott uns versöhnen zu lassen. Denn das ist das, was jeder und jede von uns persönlich beitragen kann. Denn die Sünde im Großen beginnt mit der Sünde im Kleinen. Aber Paulus sagt uns, jetzt ist die Zeit der Gnade, wir sollen sie nicht vergebens empfangen. Jetzt ist die Zeit, die Kriege gekannt hat. Schreckliche, den 30-Jährigen, den 100-Jährigen im 15. Jahrhundert. Die beiden Welten, wozu uns das Evangelium einlädt. Denn der Krieg im Großen beginnt mit dem Unfrieden im Kleinen. In unseren Herzen. Aber mit denen viele von uns zu kämpfen haben, ich auf jeden Fall habe damit zu kämpfen. Das Erste, was uns Jesus sagt, ist, versucht nicht, euch vor den Menschen darzustellen, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel. Und das führt er aus in drei Bereichen, die für die Fastenzeit besonders kennzeichnet sind. Das Almosen geben, das Beten und das Fasten. Es wird getan, zu werden. Und dreimal sagt der Herr, die bewundert werden, die nicht in den Medien gefeiert werden, sondern die einfach selbstlos geschehen. Ich war eben in der Barbara-Kirche, der heiligen Barbara der ukrainischen Kirche, die seit dem 18. Jahrhundert hier in Wien die Gläubigen, wir haben dort um den Frieden gebetet. Und anschließend habe ich die improvisierte Hilfsstelle besucht und ich war beeindruckt, wie viele junge Menschen da stundenlang intensiv arbeiten, um die Gaben, die Almosen gesehen zu werden. Sie werden keine Auszeichnungen, keinen Orden dafür bekommen. Sie tun es einfach, weil sie helfen wollen, nicht um gesehen zu werden. Deine linke Hand soll nicht wissen, was deine rechte tut. Schwestern und Brüder, wir kennen es alle, wir wissen es.
Selbstlose Gaben sind etwas Wunderschönes, auch wenn sie nicht gelobt und bedankt werden. Sie haben in sich ihren Wert, ihre Schönheit. Und dasselbe gilt vom Beten. Schließ dich ein in deine Kammer. Nicht um von den Leuten gesehen zu werden, sondern dass dein Vater, der im Verborgenen sieht, er wird es dir vergelten. Dieses verborgene Gebet des Herzens, in dem wir unsere Not, unsere Armut, unsere Bitte, unser Lob vor Gott bringen, unbeschadet, ob es beachtet, gesehen, gelobt wird oder nicht. Das sind die Gesten, die wirklich Gott gefallen. Wenn es sieht, wird es uns vergelten. Und da, Brüder und Schwestern, Lohn und den Trost suchen. Ich weiß, wie gut es tut, Trost zu empfangen. Aber das Entscheidende ist, dass unsere Anerkennung. Also lasst euch mit Gott versöhnen. Es ist die rechte Zeit. Und deshalb, Schwestern und Brüder, lade ich Sie ein, in dieser bedrängten Zeit, und jeder hat auch seine persönlichen Bedrängnisse und Nöte, dass wir ganz unsere Tage, diese 40 Tage, auf Ostern ausrichten, auf die österliche Freude des Sieges Christi über den Tod und über die Not. Ich wünsche so den Menschen in der Ukraine, die jetzt wirklich Not erleben, aber auch denen, die diesen Krieg als Soldaten führen müssen, unfreiwillig. Kaum einer macht das mit Begeisterung. Alle dürfen wir hoffen, dass es Ostern wird, dass es Auferstehung gibt. Und dass diese Auferstehung auch schon spürbar wird auf Erden. Ich wünsche von Herzen der Ukraine, dass aus dieser schweren Prüfung die Menschen gestärkt durch die Kraft der Auferstehung hervorgehen. Und dass wir alle begreifen, der Friede, an den wir so gewöhnt sind, ist nicht selbstverständlich. Dass wir seit 70 Jahren, 75 Jahren im Frieden leben, ist nicht selbstverständlich. Solange Auferstehung.